Hallo und herzlich willkommen bei Up in Gardens and Shepherds. Heute geht es wieder mal um den Oleander und zwar darum, welche Fehler du bei der Überwinterung machen kannst. Das ist natürlich unterschiedlich nach Region. Wohnt ihr zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet, was zum Beispiel ein wintermildes Klima hat, könnt ihr den Oleander auch mit Schutz natürlich auspflanzen. Schutz bedeutet in dem Fall Vlies, Isolierung. Wenn ihr den im Topf draußen lasst, dann natürlich auch so eine Styroporplatte. Das schützt auch nochmal den Topf vor der Kälte von unten. Das geht, wie gesagt, aber nur in diesen wintermilden Klimatas. Bei uns würde das auf jeden Fall nicht funktionieren. Was ja auch der erste Fehler ist bei der Überwinterung, wenn ihr den zum Beispiel drinnen überwintern wollt, ist, wenn ihr ihn von voller Sonne auf ein richtig dunkles Winterquartier setzen wollt. Da solltet ihr den Oleander auch sehr langsam dran gewöhnen, immer mal für ein paar Stunden reinstellen. Das gleiche Prinzip quasi wie wenn ihr ihn von dunkel wieder rausholen wollt und ihn an die Sonne gewöhnen wollt. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. Der zweite Fehler ist, wenn ihr ihn zu kalt überwintert. Also der Oleander kann Temperaturen bis minus 5 Grad ab. Das allerdings auch nur kurzfristig. Das bedeutet, er kann jetzt nicht den ganzen Winter über bei minus 5 Grad stehen. Dann geht euch der Oleander auf jeden Fall auch ein. Da gibt es auch noch mal ein paar Unterschiede. Da gibt es verschiedene Sorten, die ein bisschen mehr aushalten, ein bisschen weniger aushalten. Da solltet ihr euch Da solltet ihr euch auf jeden Fall auch vorher informieren, was ihr für eine Sorte habt und wie viel Grad Kälte er dann in dem Fall verträgt. Die ideale Temperatur zum Überwintern ist auf jeden Fall 2 Grad bis 10 Grad. Also 2 Grad, wenn ihr ihn ein bisschen dunkler überwintern wollt und die 10 Grad, wenn ihr ihn hell überwintert. Der dritte Fehler wäre, das falsche Winterquartier zu wählen. Habe ich euch kurz gerade auch ein bisschen angerissen, also zu warm und zu trocken sollte er auf jeden Fall nicht stehen. Auf jeden Fall nur bis 10 Grad. Wenn die Wärme macht das Ganze nämlich auch schädlingsanfälliger und die trockene Luft. Das heißt, ihr müsst regelmäßiger täglich überprüfen, ob sich Schildläuse gebildet haben, ob Wollläuse vorhanden sind. Und auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, die Temperatur wirklich einzuhalten, also 2 Grad bis 10 Grad. Der nächste Fehler wäre, wenn der Oleander zu kalte und zu nasse Füße hat. Also zu nass ist im Sommer überhaupt kein Problem, das verträgt der Oleander echt gut. Allerdings im Winter zu nasse Füße haben und halt auch in dem Fall kalte Füße, das ist überhaupt nicht gut. Deswegen sollte man den Topf auf jeden Fall isolieren mit zum Beispiel einer Styroporplatte und mit Vlies, wenn er draußen steht. Staunässe sollte im Winter auf jeden Fall auch nicht passieren, denn dann kommt es zur Fäulnis bei den Wurzeln. Das heißt für euch, ihr müsst im Winter weniger gießen, er darf euch aber niemals austrocknen. Das heißt, bevor ihr gießt, kratzt mal so 2-3 cm runter, ob er noch feucht ist, wenn er trocken ist, einfach gießen. Auf jeden Fall würde ich euch auch empfehlen, den Untersetzer im Winterquartier wegzulassen. Im Sommer könnt ihr ihn wieder drunter stellen. Aber im Winter auf jeden Fall weglassen, damit das Wasser auslaufen kann und ihr keine Gefahr von Staunässe habt. Der fünfte Fehler wäre Düngen im Winter. Das sagt man eigentlich bei jeder Pflanze, wenn die Pflanze nicht wächst zu dieser Zeit. Also wenn es keine Wachstumsperiode ist, dann solltet ihr nicht düngen. Wenn ihr seht, die Pflanze beginnt zu wachsen, dann könnt ihr düngen. Und das wäre ungefähr von März bis September. Da ist es halt auch immer je nach Region, gell? Der sechste Fehler wäre, wenn man jetzt die Pflanze zum Beispiel zu warm und zu trocken aufgestellt hat, wie bei uns jetzt im Wohnzimmer, wenn wir den Ofen anhaben, da ist es relativ trocken drin, die Schädlinge zu ignorieren. Also ich lasse ihn stehen, kontrolliere ihn nicht, gieße halt immer nur mal so und lasse die Wollläuse da ihre Eier brüten und die Schildläuse da rumwachsen. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Ihr solltet immer nach diesen Schädlingen schauen und wenn ein Befall da ist, das zum Beispiel mit biologischen Mitteln behandeln. Ich nutze da auch gerne Neemöl dafür. Verdünne mir das ein bisschen mit Wasser und sprühe das dann ein, falls ich irgendwas mitbekomme.
Ihr könnt natürlich aber auch die Äste rausschneiden, die euch stören oder die halt befallen sind. Ich habe es ja schon im anderen Video erwähnt, der Oleander ist sehr schnittverträglich, fast zu jeder Jahreszeit. Und da kann man getrost was rausschneiden, wenn da zum Beispiel Schädlinge oder irgendwas anderes dran ist. Das heißt, auf jeden Fall nach dem Winter, also wenn das Ganze vorbei ist, der Winter vorbei ist und der Sommer kommt, beziehungsweise der Frühling, müsst ihr auch darauf achten, dass ihr den langsam wieder an die Sonne gewöhnt. Das ist ja auch bei anderen Pflanzen so, denn auch ein Oleander neigt zu Sonnenbrand. Und was ihr auch darauf achten müsst, wenn ihr ihn wieder rausholt, guckt mal durch, ob er gegebenenfalls umgetopft werden muss. Denn Oleander sind flachwüchsig, also sind Flachwurzler, aber halt auch starkwüchsig und bilden viele Wurzeln aus. Und gerade im jungen Stadium kann man quasi jedes Jahr den Oleander umtopfen. Da mache ich es halt gerne. Ich nehme den Oleander raus, gucke mir die Wurzeln an. Ist noch viel Erde im Topf und die Wurzeln noch nicht so stark ausgeprägt, kann er auch gerne noch ein Jahr drinne stehen. Wenn der Topf aber komplett durchwurzelt ist und die Erde quasi von den Wurzeln festgehalten wird und ihr auch offensichtlich die Erde von außen sehen könnt, dann würde ich euch empfehlen, den Oleander umzutopfen in einen nächstgrößeren Topf. Größer, aber nicht in der Höhe unbedingt. Geht lieber größer in die Breite, denn wie gesagt, der ist ein Flachwurzler und der mag es dann halt auch eher luftig und breit im Topf und nicht so hoch. Deswegen sind die meisten unserer Töpfe auch eher ein bisschen breit und gar nicht so hoch. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video, und ihr konntet was mitnehmen. Gerade bei der Überwinterung von Oleandern können halt auch viele Fehler passieren. Da ist halt nichts Schlimmes dabei. Jetzt wisst ihr diese Fehler und ihr könnt darauf achten beim nächsten Winter. Und genau, ich hoffe, wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Und es hat euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert den, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Entschuldigung für meine Sprachfehler heute. Aber so ist es nun mal und ich bin da auch ehrlich und schicke euch trotzdem das Video raus und drehe das nicht 5, 6, 7 Mal ab, sondern so ist es halt nun mal. Man ist nicht perfekt. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, Kakao!